Im Jahr 2006 hat ein Strategiespielmeisterwerk das Licht der Welt erblickt. Medieval 2 Total War hat bis heute hunderttausende Fans gewonnen und ist wohl der beliebteste historische Teil der britischen Spielentwickler. Und tatsächlich wird die Marke Medieval 2 bis heute ausgeschlachtet. Am 7. April wird beispielsweise Total War Medieval 2 von Feral Interactive für Android und iOS released. Doch ist es nur ein bloßes Ausschlachten oder steckt da noch mehr dahinter? Stellen wir uns vor, dass Total War Medieval 3 im Herbst 2022 angekündigt wird. Es würde nicht nur die gewonnenen Mobile-Gamer ansprechen, sondern auch der gehypten Masse eine süße Übergangslösung am Smartphone oder Tablet bieten. Aber zugegebenermaßen ist das natürlich sehr spekulativ. Also schauen wir mal auf die bekannten Fakten. Sicher ist, dass CA an einem neuen großen historischen Teil arbeitet. Am 11. März 2021 hat CA ein Development Director für das nächste große historische Projekt gesucht. Kurz danach wurde ein zweiter Teil von Three Kingdoms angekündigt. Doch Associate Art Director Lulu Zhang hebte hervor, dass sie sich für den zweiten Teil noch mehr an die Fiktion über die Zeit der drei Königreiche halten wollen. But for now, we're happy to tell you that we are increasing our focus on the novels. Somit wird es definitiv nicht das historische Großprojekt sein. Zudem sagen sie auch noch ganz eindeutig, dass sie neben Three Kingdoms 2 noch andere historische Titel in der Entwicklung haben. And continue to produce Three Kingdoms content alongside some of the other historical projects we have in the works. Die Betonung liegt hier auf der Mehrzahl. Ich gehe davon aus, dass kleinere Total War Saga Projekte in Arbeit sind und ein großes Projekt. Okay, wir wissen jetzt, dass ein großer historischer Teil in Entwicklung ist. Aber wie komme ich denn darauf, dass es nicht Rome 3 oder Empire 2 ist, was die Spielerschaft ebenso hellauf begeistern würde? Oder nicht Genghis Khan Total War, was auf Reddit seit Jahren heiß diskutiert wird? Wenn man mich um meine Meinung fragen würde, dann würde ich mir übrigens ein Bismarck Total War wünschen. Komplexe Diplomatie, nostalgische Napoleon-Vibes auf den Schlachtfeldern und ich schweife ab. Der Grund, der am meisten darauf hinweist, dass der bereits bestätigte, große historische Teil Medieval 3 wird, ist diese Trademark-Anmeldung vom Januar 2021, die im Mai 2021 zum Registereintrag geführt hat. Total War Medieval ist nun also eine eingetragene und geschützte Marke. Der Gedanke, dass CA den Namen nicht nur einfach so gesichert hat und ein neues Spiel unter dem Namen plant, liegt nicht fern. Insbesondere, weil wir dasselbe Prozedere auch vor der Ankündigung von Total War Saga Troy gesehen haben. Jetzt könnte man natürlich denken, dass Medieval 2 einfach nur ein Remaster bekommen soll. Allerdings steht auf der offiziellen Homepage von Total War, dass keine Remasters geplant sind. Alles spricht dafür, dass Medieval 3 Total War der nächste große historische Teil sein wird. Allerdings mit dem neuen Namensbranding seit Shogun 2 unter dem Namen Total War Medieval. Fassen wir also nochmal zusammen. CA kündigt einen großen historischen Teil an. Dieser Teil ist nicht Three Kingdoms 2. Medieval 2 ist einer der größten, wenn nicht der größte Fanliebling unter den historischen Titeln und der Hype Train wird durch eine Mobile-Umsetzung von Feral nochmal richtig angefeuert. CA sichert sich die Rechte an Total War Medieval. Die Rechte wurden nicht für ein Remaster gesichert. Wie viele Hinweise brauchen wir noch? Für mich ist klar, Medieval 3 ist confirmed. Wenn es weitere wichtige Informationen zu Medieval 3 geben wird, werdet ihr es hier erfahren. Bis dahin lade ich euch ein, mich bei meinen Warhammer 3 Abenteuern zu begleiten. Sei es bei einer spannenden Kampagne mit Zhao Ming, dem Eisendrachen und dem westlichen Cathay. Meinen Schlachtkommentaren, in denen ich analysiere, wie ich meine Feinde vernichtet habe. Oder sie mich. Oder bei meinen Tutorials für absolute Neueinsteiger. Ich freue mich auf euch.